Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu unserem Terminausblick. Wir schauen auf die wichtigsten Termine für Börsianer in der kommenden Woche in der KW31. Das ist die Woche vom 28. Juli bis zum 1. August und die hat so einiges zu bieten. Die Quartalsberichtssaison erreicht ihren Höhepunkt auf beiden Seiten des großen Teiches und wir bekommen eine ganze Reihe wichtiger Konjunkturdaten, vor allen Dingen dann zum Wochenschluss am Freitag, am 1. August, den Arbeitsmarktbericht aus den Vereinigten Staaten für den Monat Juli. Da sollte also auch was für Sie mit dabei sein und auch für den DAX. Der kämpft ja weiter mit der Widerstandsmarke bei 9.810ern. Mal abwarten, wer sich da durchsetzt, die Bullen oder die Bären. Wir gehen der Reihe nach und schauen auf die wichtigsten Termine, liebe Zuschauer. Beginnen am Montag, da gibt es eine ganze Reihe von Unternehmen aus der zweiten Reihe, die ihre Quartalszahlen vorlegen aus Deutschland. Unter anderem Morphosis, die GEA Group und Wincor Nixdorf präsentieren die Zahlen zum abgelaufenen zweiten Quartal und damit zum ersten Halbjahr des Jahres 2014. Dann schauen wir auf den Dienstag, 29. Juli. Die Deutsche Bank präsentiert dann ihren Quartalsausweis und viele Analysten hoffen so ein bisschen auf eine positive Überraschung. Die Kapitalerhöhung ist verdaut. Jetzt will die Deutsche Bank noch mehr sparen. Mal schauen, wie es im zweiten Quartal lief und ob die Börsen vielleicht einmal positiv hier überrascht werden. Auch Linde aus dem DAX mit Zahlen zum zweiten Quartal am Dienstag. Und aus den Vereinigten Staaten bekommen wir dann am Nachmittag das Verbrauchervertrauen für den Monat Juli. Dann schauen wir auf den Mittwoch, den 30. Juli. Aus dem DAX berichten dann Heidelberg Zement, Bayer und Infineon über das jeweils abgelaufene zweite Quartal. Außerdem bekommen wir aus der Eurozone das Geschäftsklima für den Monat Juli und als Vorgeschmack in den Vereinigten Staaten auf den Arbeitsmarkt, auf den offiziellen staatlichen Arbeitsmarktbericht am Freitag, gibt es am Mittwoch dann schon die Zahlen vom privaten Arbeitsmarktdienstleister ADP. Die Volkswirte rechnen hier mit einem Zuwachs um 241.000 Stellen im Monat Juli. Und am Abend dann das Ergebnis der Sitzung der US-Notenbank FED. Die wird wahrscheinlich beim Tapering so voranschreiten wie erwartet und das Volumen noch einmal um 10 Milliarden Dollar zurückfahren. Also der Tapering-Kurs wird hier wie bei einem Autopiloten fortgesetzt werden. Große Überraschungen werden hier von der FED im Nachgang zu ihrer Sommersitzung nicht erwartet. Dann gehen wir zum Donnerstag, 31. Juli. Da gibt es einen ganzen Datencocktail aus dem DAX, also aus der ersten Fußball-Bundesliga. Es berichten Siemens, FMC, Fresenius, Volkswagen, Continental und Lufthansa über ihre Zahlen zum abgelaufenen zweiten Quartal. Außerdem gibt es die Verbraucherpreise aus der Eurozone für den Monat Juli. Und dort rechnen Volkswirte nur mit einem ganz, ganz trägen, sachten Preisanstieg um 0,4%. Die Energiepreise, sie sind weiter zurückgegangen. Das riecht also nach Disinflation und sollten die Preise noch weniger stark gestiegen sein, dann rechnen wieder viele mit neuen tragischen Maßnahmen aus dem Hause der EZB. Das ist also durchaus spannend, was da veröffentlicht wird. Und dann kommen wir zum Freitag, zum Wochenschluss, zum 1. August, liebe Zuschauer. Dann gibt es den offiziellen staatlichen Arbeitsmarktbericht aus den USA. Es wird gerechnet mit 230.000 neu geschaffenen Stellen außerhalb der Landwirtschaft. Das wäre etwas weniger als im Vormonat. Da wurden 288.000 Stellen geschaffen. Je besser die Zahl ausfällt, desto eher könnte die Diskussion über eine möglicherweise baldige Zinswende in den Vereinigten Staaten wieder auf die Tagesordnung kommen. Außerdem gibt es noch den ISM für das verarbeitende Gewerbe für den Monat Juli aus den USA. Viele, viele Zahlen also, viele Konjunkturdaten und Unternehmenszahlen. Ihnen erstmal ein schönes Wochenende, liebe Zuschauer. Bis zum Montag alles Gute und liebe Grüße aus dem Handelssaal der Börse Stuttgart.